Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Ihr seht schon, ich bin an genau der Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, sofern ihr euch noch daran erinnern könnt, weil es sind ja immerhin 3 ganze Tage dazwischen gewesen und ich vergesse schon manchmal, was ich vor 3 Tagen eigentlich gemacht habe. Nein, Schwachsinn. Ich habe hier ein bisschen Offscreen gespielt, nicht viel, ein ganz klein wenig. Wir sind jetzt schon Level 9 und ihr seht hier, ich habe, kurz bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, eben ein wenig gespielt. Ich habe hier gefailed. Ich habe nur 3-mal diesen Fortschritt geschafft und damit habe ich keinen finalen Gegenstand bekommen. Habe meine Rohstoffe wieder ins Inventar gelegt bekommen, zumindest einen Teil davon. Und das andere ist verloren. Nichtsdestotrotz gab es ein wenig Erfahrungspunkte und wir werden jetzt diesen Gegenstand nochmal versuchen. Und dann können wir uns hoffentlich... Dann sind wir hoffentlich Level 10 und können so langsam unseren Beruf wählen. Was ich natürlich nicht gemacht habe, beziehungsweise vergessen habe, zu schauen, wo wir unsere nächste Erbenquest machen. Ich kenne da jetzt zwar noch ein paar auswendig, weiß jetzt aber auf Anhieb nicht, wo die NPCs dazu stehen, wo man die Quest annehmen kann. Gut, notfalls, wenn ich hier gar nicht mehr weiter weiß, dann machen wir eben einen kleinen Schnitt. Aber wer weiß, ob wir in dieser Folge überhaupt noch dazu kommen, weil ich fürchte nämlich, dass wir unseren Beruf erst nach langem Suchen erlernen können. Der war früher nämlich nicht hier, der war früher Kenoshafen irgendwo. Da musste man dann mit Level 9 oder Level 10 hinmarschieren und konnte sich seinen Beruf auswählen. Logischer wäre es ja eigentlich, wenn der Ausbilder des Berufs hier irgendwo wäre, in dieser Handwerkskammer. Aber früher war es zumindest, wie gesagt, in Kenoshafen. Wo es heute ist, weiß ich nicht. So, diesmal hat es geklappt. Das Reden im Hintergrund scheint mir zu helfen. Machen wir hier jetzt als finalen Gegenstand hoffentlich diese gleichmäßig abgewetzte Robe. Und damit sind wir dann hoffentlich Level 10. Beziehungsweise müsste eigentlich die Meldung kommen, ihr müsst erst einen Beruf lernen, bevor ihr Level 10 werden könnt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das passiert. Vielleicht passiert es auch erst bei Level 11, aber ich glaube, es war bei Level 10. Und wenn das passiert, bin ich zufrieden, weil dann können wir nämlich definitiv unseren Beruf auswählen. So, da leuchtet relativ viel auf. Ihr seht das hier, das muss ich immer im richtigen Moment drücken. Aber ich möchte da gar nicht mehr so viel dazu erzählen, weil das habe ich ihm schon 10-mal erzählt. Und ich möchte euch ja auch nicht langweilen. Weil das Craften alleine ist ja langweilig genug. Man hat das halt früher immer nebenher gemacht, während man mit seinen Gildenmitgliedern gechattet hat oder was auch immer getan hat. Man kann sich natürlich auch nebenbei mit seiner Frau unterhalten, mit seiner Freundin oder was auch immer. Dieses Craften hier, jetzt habe ich das Falsche gedrückt, die Stepp. Dieses Craften... erfordert nämlich nicht allzu viel Konzentration, aber auf jeden Fall erfordert es Sitzfleisch, denn wenn man hier bis zum maximal Level craften möchte, dann dauert es schon einige Zeit. Und früher hat es sogar noch länger gedauert. So. Leider nicht. Ihr seht es hier unten. Da fehlt noch ein ganz kleines Stück. Und deswegen müssen wir leider noch einen Gegenstand machen. Aber den machen wir jetzt noch. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Die YouTube und die Cryo World Ack. Wie heißt das? Keine Ahnung. Die YouTube und Cryo World Kapazitäten, die sind ja scheinbar, sind ja schier unendlich. Und deswegen können wir hier aufnehmen wie ein Große. Das Problem ist nur... wenn ich hier 20 Minuten aufnehme, kann ich ja mal nebenbei sagen, falls ihr das noch nicht wisst, benötige ich natürlich nur 20 Minuten Spielzeit, aber bis die Folge im Internet steht, wenn ich direkt nach der Folge weitermache, oh je, es wird knapp, wenn ich direkt nach der Folge weitermache, dauert 5 Stunden. Jede Folge, jetzt ist es leider passiert, vielleicht hätte ich doch nicht so viel schwätzen sollen, aber das ist egal, es bringt auch Erfahrungspunkte. Wie gesagt, jede Folge dauert 5 Stunden, bis sie im Internet steht. Ich muss jede Folge 2-mal rendern. Einmal rendere sie vor, einmal rendere sie nach und dann muss das Ganze natürlich noch ins Internet hochgeladen werden. Und ich meine, ich habe keinen schlechten Rechner und ich habe auch keine schlechte Internetverbindung. Und es dauert trotzdem 5 Stunden. Jede Folge ist fast 2 GB groß. Und die gilt es dann ins Netz zu laden.
Und das ist so das Hauptproblem bei den Let's Plays, die Zeit drumherum. So, ihr seht hier, Erfahrung ist voll, wir sind noch kein Level 10, aber hier steht folgendes. You must speak with a crafting trainer to become level 10. You cannot gain any additional experience until you have chosen a trade skill profession. Was so viel bedeutet, wie wir müssen jetzt unseren Trainer aufsuchen, um unseren Beruf zu erlernen, und wir können nicht noch weitere Erfahrungspunkte bekommen. Stimmt nicht so ganz, denn wir können durchaus weitere Erfahrungspunkte bekommen. Nur bekommen wir die dann nicht mehr angezeigt. Die bekommen wir dann erst gut geschrieben, sobald wir mit dem Trainer gesprochen haben. Jetzt schaue ich mal, wo dieser Trainer eben ist. So, Handwerksanleitung. Seid gegrüßt. Möchtet ihr jetzt den Herstellungsprozess überprüfen? Ist ein Herstellungsvorgang? Nein, nein, ich bin gleich zurück. Also, das ist auf jeden Fall nicht der Trainer. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal beim Kenoshafen vorbeischauen, ob der da ist. Der war es nämlich, glaube ich, auch nicht. Well met. Ah, doch, es ist so. Früher musste man, wie gesagt, nach Kenoshafen gehen. Heute kann man es auch bei dem hier lernen. Und das machen wir jetzt folgender. Seid gegrüßt, klar angesprochen. Ich bin froh, dass ihr zurückgekommen seid, um euch weiter ausbilden zu lassen. Ihr habt innerhalb kurzer Zeit viel gelernt. Ich kann euch in eurer gewählten Handelsgasse eine Bescheinigung ausstellen. Aber bevor ich mit dem Papierkram beginnen kann, muss ich wissen, wie ihr heißt und welchen Beruf ihr ausübt. Tja, mein Name ist Astral. Und wir sollen jetzt eine Profession auswählen. Der Rest ist Deutsch, die Überschrift ist Englisch. Das ist EverQuest, so lieben wir es. Und es wird sich wahrscheinlich auch nie wieder ändern. So, jetzt haben wir hier Gelehrte. Gelehrte werden zu Alchemisten, Juwelieren und Wissenden. Sie machen Verbesserungen für Zauber und Kampfkünste, für Abenteurer wie auch Tränke, Gifte und Schmuck. Ausstatter werden zu Rüstungsmeistern, Schneidern oder Waffenschmieden. Sie machen Platten- und Kettenpanzer, schwere Schilde, Stoff- und Lederrüstung, Freizeitkleidung, Rucksäcke, Fluchpuppen und Metallwaffen. Und dann gibt es noch hier die Handwerker. Die werden Schreiner, Versorger und Holzarbeiter. Sie stellen Möbel und Tresore her, bereiten Essen und Getränke zu, fertigen Pfeile, Totems, Holzwaffen und Holzschilde. So, mein anderer Charakter, den ihr nicht kennt, der ist auch Gelehrter, und zwar stellt der andere Zaubersprüche her. Diesen Beruf betrachte ich persönlich als nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Was einfach daran liegt, dass man seine Zaubersprüche selbst upgraden kann, indem man einfach auf Erforschung klickt. Das ist zwar sehr müßig, weil in höheren Leveln braucht schon mal eine Erforschungsstufe Stufe 30 Tage, bis man sie hat. Aber es geht. Früher war das nicht möglich. Ich würde sagen, wir werden Ausstatter. Hallo? Was ist im Anklicken hier? So. Ich hoffe, er hat das Kunsthandwerker der Stufe 10 geschafft. Handelsverkehr, bla bla bla. Vielen Dank und lebt wohl. So, jetzt schauen wir doch mal. Ah, hier hat er auch noch was. Das können wir auch noch mal einlesen. Kaufe ich mir noch. Das ist ja nicht teuer. Ich hoffe, der hat das jetzt geschnackelt, dass wir auch Ausstatter werden. Ja, hat er. Grundlagen des Ausstatters, Band 10. So, das lernen wir jetzt alles, indem wir das einfach jetzt hier schön doppelklicken. Und das letzte Buch hier, das Final Buch, das ist in die Grundlagen des Ausstatters, Band 10. So, und so könnten wir uns jetzt natürlich weiter verbessern, indem wir wieder zurückmarschieren und weiter craften. Normalerweise muss man natürlich immer wieder sammeln gehen zwischendurch, da man ja logischerweise die Rohstoffe braucht. Und gerade früher war es halt so, da hat man nicht genug Geld gehabt, um sich immer alles kaufen zu können. Heute sieht es ein bisschen anders aus, da haben die ganzen Spieler alle Geld ohne Ende.
Aber okay. So, jetzt verkaufen wir mal den ganzen Spunder, den ganzen Rotz, wollte ich schon sagen. Staubfaden, das brauchen wir alles nicht mehr. Warum, ist ganz klar. Weil wir sind jetzt in einem anderen Levelbereich, und zwar Level 10 bis 20. Und da brauchen wir komplett andere Rohstoffe wieder. Deswegen kann ich die ganzen Sachen jetzt verkaufen. Dann machen wir zwar herbe Verluste, aber egal. Wir haben es ja, nicht wahr? So, jetzt habe ich gesehen, bei diesem Linguist gibt es ein erudianisches Sprachenlehrbuch. Das kaufen wir uns. Weil wir haben jetzt die Sprache gelernt. Früher hatte man da mal ein Buch im Inventar, was man anklicken musste. Jetzt geht's direkt. Okay, macht mir auch nichts. So, und das heißt, gleich nachdem ich mal geschaut habe, wie es im Inventar jetzt aussieht, da sind noch diese Rohstoffe, dieses Rare. Das können wir ja auch mal aufheben. Ne, das bringen wir gleich zur Bank. Und packen das mal weg. Diese raren Rohstoffe, die sollte man nicht unbedingt wegschmeißen und verkaufen. Die sollte man besser aufheben. Ach, das war der falsche. Hier ist die Bank. So, rare Rohstoffe. Da haben wir ja unseren Rohstoffbehälter. Haben wir ja gemerkt in der letzten Folge, dass wir da wirklich nur Rohstoffe reinsetzen können. Und deswegen ging das jetzt auch gerade. So. Wie geht's weiter? Wir haben noch 10 Minuten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die nächste Erbequest. Und dazu gibt es jetzt gleich mal einen Schnitt, weil ich muss mich mal kurz informieren, wo die nächste Erbequest startet, beziehungsweise für welche wir uns entscheiden. Also, bis gleich. So, wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Ich habe mich entschieden. Und zwar, wir machen diese Rennquest, von der hatte ich schon mal erzählt. Da gehen wir jetzt erstmal nach Antonika. Nee, Moment, doch. Was ist günstiger, Nordkenus oder Antonika? Nordkenos ist günstiger. Also dann geht's nicht nach Antonika, es geht nach Nordkenos. Es kann natürlich sein, dass diese Quest ist eigentlich sehr, sehr leicht. Man muss einfach nur rennen. Beziehungsweise verschiedene Orte abklappern in einer gewissen Zeit. Das geht sehr, sehr einfach, gerade mit den heutigen Reittieren, die viel, viel schneller sind als die von früher. Aber es geht nicht einfach, wenn man nicht weiß, wo man hinrennen muss. Das kriegt man zwar angezeigt, logischerweise, aber wenn man dann nicht weiß, was für ein Ort gemeint ist, dann ist es schon, naja, nicht ganz so einfach. Aber wir probieren es mal. Antonika kenne ich mich sowieso ganz gut aus. Jetzt noch große Schnauze, verstehst du, und dann versage ich. Aber gut, zumindest Antonika müsste ich eigentlich können. Vielleicht auch die nächsten Orte noch. Das werden wir gleich sehen. Und dieser NPC, von dem wir die Quest bekommen, der rennt hier, ist es der? Nee, der ist es nicht. Hallo, erinnere ich euch, eure Reise in die Stadt immer daran, dass ihr zurzeit nicht in die Zitadelle Nordkenos eindringen dürft. Ihr werdet woanders größere Abenteuer finden. Ja, ja, ja. So, was haben wir hier? Der Christoph. Das ist ein Riesenspaß, wir aus Kenos haben damit begonnen, bla bla bla. Wir haben hier 4 Rennstrecken, das heißt 4 von denen, die ich weiß. Es gibt eine hier in Antonika, eine in Gemeindeland, eine in der Donnersteppe und eine im Wald von Nektolus. Ich weiß, dass Bano und Con versuchen, andere Orte zu finden, zu denen Baden auch Nachrichten brachten. Bis zu diesem Zeitpunkt werden sie sicher weitergezogen sein. Wollt ihr ein Rennen wagen? Eure Beine sehen recht robust aus. Ja, wie meine Beine aussehen, ist eigentlich egal. Hauptsache die Beine meines Walks sehen gut aus. Und die sehen ganz schön glühend aus. So. Und damit haben wir die Quest. Die Reise ist nur das halbe Vergnügen. Das ist eine Quest Stufe 50. Die kann man aber schon mit Level 15, glaube ich, annehmen. Warum, ist ganz klar. Weil hier in Antonika sind ja die Gegner nicht allzu hoch. Das heißt, man kann diese Rennquest ganz einfach machen, wenn man Level 20 ist. Aber diese Rennquest führt eben durch verschiedene Orte und diese Orte sind teilweise bis Level 50. Und deswegen ist die Quest hier Level 50. Für uns gelb, weil ich bin Level... Was bin ich denn überhaupt? Mal gerade mal umschalten hier. Abenteuererfahrung, Level 53. Also, Zusammenfassung. Christoph hat mir von einer Gruppe von Leuten erzählt, die sich zusammengetan haben, um entlang der alten Nachrichtenwege der Badenrennen zu veranstalten. Ich werde versuchen, die Bestzeit auf jeder Strecke zu unterbieten. Nun gut, sprecht
Doch mit Selinda drüben bei dem Zwillingswachtturm. Sie wird euch die Strecke hier in Antonia erklären und eure Zeit stoppen. So. Die ist gleich hier vorne, die Selinda, und während wir hier geradeaus reiten, werde ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. So, und das Interessante an diesem Kaffee ist, dass es die gleiche Tasse ist wie für euch vor 3 Tagen. Denn während für euch 3 Tage vergangen sind, sind für mich seit der letzten Folge gerade mal 30 Minuten vergangen. Tja, aber das ist das Leid des Zuschauers, da müsst ihr durch. Weil ich kann hier auf einmal spielen. Und ihr, naja, ihr müsst euch immer Geduld haben. Aber warum das so ist, habe ich euch ja erklärt, weil jede Folge dauert 5 Stunden, deswegen ich kann die nicht raushämmern ohne Ende, weil da habe ich die Zeit gar nicht dafür. So, hier ist jedenfalls nicht. Aber hier ist er wahrscheinlich. Ja genau, da leuchtet es schon. Das Hauptproblem ist nämlich bei der Zeit, 5 Stunden pro Folge ist nämlich folgendes. Ich muss arbeiten, ich arbeite Vollzeit, das heißt von morgens bis abends. Irgendwann erzähle ich euch gerade noch mal hier die Geschichte, bevor wir die da anquatschen. Irgendwann abends komme ich dann logischerweise heim, das ist in der Regel 6:30, 7:00. Ja, dann gehe ich was essen, dann mache ich mich ein bisschen locker, da gehe ich mich waschen und was weiß ich. Ja, und dann setze ich mich an den Rechner und dann nehme ich in der Regel eine Folge auf. Den Rest der Folgen mache ich immer am Wochenende. Ansonsten unter der Woche immer nur eine Folge. Tja, und wenn ich dann fertig bin mit dieser Folge, ist 8, 9 Uhr. So. Jetzt könnt ihr zusammenrechnen, wenn ich noch 4 Stunden brauche, dann ist es schon wieder 1 Uhr. Tja, und dann muss der kleine Krühe auch schon wieder ins Bett gehen, spätestens, weil ich am nächsten Tag wieder früh raus muss. Das heißt, selbst wenn ich wollte, es ist gar nicht viel mehr möglich wie 1-2 Folgen am Tag, weil der Tag eben leider nur 24 Stunden hat und für 2 Folgen benötige ich 10 Stunden Zeit am Tag. Ich muss nicht 10 Stunden vorm Rechner setzen. Aber der Rechner muss 10 Stunden an sein und arbeiten und zwischendurch muss ich auch mal was anklicken. Das heißt, ich kann den nicht arbeiten lassen, während ich auf der Arbeit bin. So, gutes Selinda. Jetzt haben wir wieder genug Mist gequatscht. Ihr habt ein bisschen Einblick in meinen Tag bekommen und wir versuchen uns jetzt an der Quest. Ihr wollt also mal den alten Nachrichtenweg von Antonica ausprobieren. Mal sehen, was in euch steckt. Wie sieht der Weg aus? Ihr fangt hier an. Lauft hinaus zu den Glocken von Velen und weiter zur Feste der Knolltöter. Folgt den Weg, bis ihr an den Ruinen von Kaltorsis und dem Turm der Orakel vorbei seid. Habt ihr alles verstanden? Ja, ich habe alles verstanden. Nun gut, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Turm vom Orakel, zur Warte der glühenden Nadel. Am Ende werde ich eure Zeit aufnehmen, wenn ihr die Linie zwischen diesen beiden Türmen wieder überquert. Glaubt ihr, dass ihr das schafft? Ja, schauen wir mal, ne? In Ordnung, begebt euch an eure Startposition. Wo ist die Startposition? Na, hier oder was? Macht euch bereit. Welche Richtung? Ja, diese Richtung. Weiter geht's. Wir haben 15 Minuten Zeit. Die Folge dauert aber nur noch 4 Minuten, also wir haben schon wieder ein Zeitproblem. Das macht gar nichts, denn erstens mal glaube ich nicht, dass wir 15 Minuten brauchen und zweitens dann machen wir halt die Folge ein bisschen länger. Ich glaube, damit habt ihr auch keine Probleme. Lauf zu den Glocken von Velen. Ja, die sind hier vorne. Also wie gesagt, so ungefähr weiß ich es hier in Antonica. Spätestens in den Gemeinlanden oder in Feroth, da habe ich dann keine Ahnung mehr. Und da bin ich dann wahrscheinlich auf Hilfe angewiesen, beziehungsweise muss den Weg vorher erstmal erkunden. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Könnte eine Abkürzung sein, könnte auch wieder ein Fehler sein. Naja. Da ist auf jeden Fall der Turm von Velen, ihr seht ihn hier schon. Und irgendwo bei diesem Turm wird es dann auch blingen. So. Lauf zur Feste der Knolltöter. Und dazu müssen wir einfach diesen Weg hier weiter folgen. Und wenn ihr irgendwann mal wieder was piepsen hört, dann ist es wieder der Wecker, der Alarm schlägt, weil die 20 Minuten vorbei sind. Beziehungsweise eigentlich klingelt er erst nach 21 Minuten. Aber da ich da in der Regel nie drauf schaue, hört man den fast jedes Mal klingeln nach 21 Minuten. Nach 21 Minuten. So, was war das jetzt? Ich denke nochmal drüber nach, was ich eben gerade gesagt habe.
Also der Wecker klingt nach 21 Minuten, aber ich will die Folge normalerweise nach 20 Minuten beenden. Nur da ich da nie dran denke, dauert es eben so lange, bis der Wecker klingelt, weil dann 21 Minuten rum sind und dann kriege ich wieder das Signal, hey, Zeit ist, Folge vorbei. Gut, genug Blödsinn gequatscht. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch eine Abkürzung laufen können, aber das macht gar nichts. Denn man kann diese Quest auch schaffen, wenn man zu Fuß läuft. Wobei das dann schon relativ knapp werden kann, zumindest dann, wenn man sich mal verläuft. So, wir sind auf diesem Weg und wenn wir diesem Weg hier weiter folgen, dann kommen wir direkt zur Feste der Knolltöter. Und das genau, das war jetzt ein bisschen Umweg, wir hätten dann eine Abkürzung nehmen können. Aber ist egal. So Leute, die Zeit ist rum. Macht's gut. Nee, machen wir nicht. Ich habe gesagt, wir machen diese Quest hier noch fertig. Aber ich habe meinen Wecker ausgemacht, denn der klingelt gleich. Das ist die Feste der Knolltöter. So, nun geht's zu den Ruinen von Kal Torsis. Da müssen wir hier wieder so schräg zurück. Das ist kurz vorm Orakelturm. Da haben wir bisher, glaube ich, noch nie was gemacht. Da müssen wir aber nochmal hin bei einer der nächsten Erbequests. Das gehen wir erstmal hier über den Baum. So, komm. Beiseite. Wenn wir mal auf die große Karte gucken. Genau, wir müssen hier noch ein bisschen weiterlaufen. Ja, ich habe schon wieder so viel gebabbelt heute, dass meine Stimme etwas weg ist. Aber ich könnte mir nichtsdestotrotz nochmal einen Schluck Kaffee nehmen. Tja, und wenn wir jetzt hier weiter nach Norden gehen, dann müssen wir dann auch irgendwann ankommen. Ihr seht hier zur Linken schon die Spitze des Orakelturms. Und davor sind die Ruinen von Kal Torsis. So, jetzt haben wir nochmal nasse Füße bekommen. Hier seht ihr schon die Ruine. Und das alles gehört zu den Ruinen dazu. Je nachdem, wo es blinkt. Also blinkt heißt immer, wenn es eben Bling macht, ne? So wie jetzt. Jetzt müssen wir zum Turm der Orakel. Hallo? Turm der Orakel, klar, ist ganz hier in der Nähe. Sollte nicht sonderlich schwer sein. Der sieht ganz schick aus. Also wenn ich ein Haus hätte mit so einem Orakelturm, das wäre schon mal was. So, die Frage ist halt, wie kommen wir hier hoch? Müssen wir da hoch? Macht er schon hier Bling? Hm, wir können da direkt 190 Grad hochlaufen. Auch nicht schlecht. So, jetzt sollen wir zur Warte der glühenden Nadel. Auch die, da waren wir schon, da haben wir schon mal eine Erbequest gemacht. Gehen wir mal über die Brücke hier drüber. Da haben wir nämlich, das war, glaube ich, eine unserer ersten Erbequests, die wir zusammen gemacht haben. Diese Stiefel wurden angefertigt für... Und da haben wir dann unsere Rennstiefel bekommen. Das war natürlich auch immer eine feine Sache, denn mit diesen Rennstiefeln ist man dann etwas schneller gelaufen. Und da sich früher sowieso niemand Pferde leisten konnte, war diese Quest die Voraussetzung für die Rennquest. Man musste die Rennstiefel haben, damit man es etwas einfacher hat. So. Lauf zur Startlinie zwischen den beiden Wachtürmen. Auch das. Das heißt, wir sind jetzt letztendlich schon fast fertig. Fast, weil wir eben noch zurück zum Start bzw. auch zum Ende laufen müssen. Aber ansonsten gibt es keine Orte mehr, wo wir hin müssen. Und ihr seht hier die Zeit. Wir haben noch 8,5 Minuten Zeit. Und dann müsste ich jetzt schon schwer vom Pferd stürzen, beziehungsweise vom Walk, mir einen Fuß brechen oder sonst was, damit wir diese Zeit nicht einhalten können. Und früher war das schon, wie gesagt, ab und zu mal ziemlich knapp gewesen. So. Jetzt müsste man natürlich wissen, wo die Startposition ist. Also hier nicht. Zwischen den beiden Türmen ist sie eventuell dort. Genau. Und damit haben wir diesen Abschnitt geschafft. Sprecht mit Selinda, Flüsterlied in Antonika und hier steht sie schon. Logischerweise, weil es war ja die Startposition. Ha, großartig gemacht. Ihr seid wirklich schnell. Warum macht ihr euch nicht in die Gemeinlande auf und versucht das mit Sians Rennbahn? Ich habe gehört, dies sei eine echte Herausforderung und ich denke, es könnte euch gelingen, Konstzeit zu übertreffen, nachdem ihr hier so gut wart. Ich
sprecht mit Sian Dior in den Gemeinlanden. Tja, und das machen wir. Aber heute nicht mehr. Und ich, ganz ehrlich, ich spiele jetzt auch nicht weiter, ich mache jetzt auch mal eine Pause. Wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Bis dahin, alles Gute, Servus und Tschüss.